nämlich... Willkommen zurück, ihr Rabauken. In diesem Video zeige ich euch, welche Möglichkeiten euch das Maskentool bietet. Also, bleibt unbedingt dran, nach dem Intro geht's weiter. Hi, mein Name ist Eugen und ihr seid hier auf Lahoshi TV. Und wenn ihr Bock auf mehr solche Tutorials habt, dann abonniert diesen Kanal, falls nicht geschehen, und aktiviert auch unbedingt die Glocke, damit ihr keins meiner Videos mehr verpasst. In meinem Video zu Titelanimationen mit Masken und Formen habe ich euch bereits einige Dinge aufgezeigt, die mit Masken möglich sind. In diesem Video gehen wir ein wenig tiefer in die Materie rein. Masken sind in After Effects sehr vielseitig und sind in ihrer Funktionsweise ähnlich wie die bei Photoshop oder Illustrator. Ihr könnt Masken auf allen Elementen anwenden, die in der Komposition auch sichtbar sind. Mit Masken lassen sich Bereiche eines Elements isolieren, Form kreieren oder Ausschnitte erstellen. Die Möglichkeiten sind gewaltig. Um eine Maske zu erstellen, benötigt ihr als erstes eine Ebene, auf der ihr eine Maske anwenden möchtet. Ihr wählt dann dazu in der Toolbar oder mit der Taste Q eines der Formwerkzeuge aus und zeichnet dann eine Maske über die Ebene. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben eine Maske erstellt. Und denkt dran, wenn ihr keine Ebene ausgewählt habt, erstellt ihr eine neue Form in eurer Komposition. Wie ihr seht, bildet sich die Maske immer vom oberen linken Eck zum unteren rechten Eck. Wenn ihr aber währenddessen die Steuerung-Taste gedrückt haltet, bildet sich die Maske aus der Mitte heraus. Außerdem könnt ihr mit gedrückter Shift-Taste die Maske proportional erstellen. Dabei spielt es keine Rolle, welches der Formwerkzeuge ihr benutzt. Ihr könnt die Steuerung und die Shift-Taste natürlich auch kombiniert nutzen. In vielen Situationen benötigt es eine komplexere Maske. Und genau dafür kommt der Zeichenstift zum Einsatz. Dieser funktioniert genauso wie bei Photoshop und Illustrator und sollte für alle, die damit schon mal gearbeitet haben, auch nichts Neues sein. Für alle, die der Zeichenstift allerdings Neuland ist, erkläre ich den jetzt im Detail. Um mit dem Zeichenstift eine Maske zu erstellen, müsst ihr wieder zuerst sicher gehen, dass eine Ebene ausgewählt ist. Als nächstes zeichnet ihr eure Auswahl auf der Ebene. Um gerundete Ecken zu zeichnen, haltet ihr beim Erstellen eines Punktes die linke Maustaste gedrückt und zieht diese dann in die entsprechende Richtung. Im Menüreiter des Zeichenstifts befinden sich weitere Tools, mit denen ihr Pfadpunkte hinzufügen, löschen oder bearbeiten könnt. Ihr wisst nun, wie eine Maske erstellt wird. Wie aber funktionieren Masken tatsächlich? In diesem Beispiel habe ich bereits eine Maske auf diesem Bild erstellt. Um die Maske der Ebene zu öffnen, könnt ihr auf eurer Tastatur die Taste M drücken. Auch hier ist es wieder der Fall, wie ich in meinem Video zur Shortcuts schon erzählt habe, das Video findet ihr übrigens hier irgendwo in der Ecke, dass wenn keine Ebene ausgewählt ist, sich alle Masken öffnen. Die erste Eigenschaft, die wir sehen, wenn das Menü geöffnet ist, sind die verschiedenen Maskenmodi, die wir verwenden können. Diese Eigenschaften bestimmen im Prinzip, was die Maske machen soll. Beim Addieren wird all das angezeigt, was sich innerhalb der Maske befindet. Beim Subtrahieren wird all das angezeigt, was sich außerhalb der Maske befindet. Ohne kann sehr hilfreich sein, wenn ihr mit der Maske arbeitet, aber auch das Bild dazu sehen müsst. Die übrigen Modi sind sehr interessant, wenn mehrere Masken auf einer Ebene benutzt werden. Wenn wir nun eine zweite Maske über diese Ebene ziehen, seht ihr, dass After Effects eine weitere Maske zu der Ebene hinzugefügt hat und diese Maske 2 benannt hat. Da auch diese Maske im Modus Addieren ist, sehen wir nun den Inhalt beider Masken zugleich. Wenn wir den Modus jetzt aber zu Subtrahieren ändern, schneidet die zweite Maske den Inhalt der ersten Maske aus. Ändern wir den Modus zu Überschneiden, wird nur der Inhalt angezeigt, wo sich beide Masken überschneiden. Wenn ihr mehrere Masken auf einer Ebene anwendet, ist die Reihenfolge der Maske entscheidend, wie sich die verschiedenen Modi aufeinander auswirken. Ich gebe euch daher den Rat, einfach mal mehrere Masken auf einer Ebene zu zeichnen und dann mit den Modi und der Reihenfolge zu experimentieren. Wenn ihr das tut, wäre es natürlich von Vorteil, wenn ihr die Masken dann noch voneinander unterscheiden könnt. Dafür wählt ihr die jeweilige Maske einfach aus, drückt Enter und ihr könnt so die Maske umbenennen. Außerdem könnt ihr links neben dem Namen noch die Farbe eurer Maske bestimmen. Ich lösche aber zunächst mal die zweite Maske, um euch die weiteren Eigenschaften zu erklären. Als erstes hätten wir den Maskenpfad, auf den ich aber gleich näher eingehen werde. Die zweite Eigenschaft bestimmt, wie weich oder hart die Maskenkante ist. Diese ist in Pixel angegeben und geht immer von der Mitte des Pfads aus. Das heißt, bei einem Wert von 100 Pixel wird die Kante jeweils links und rechts um 50 Pixel aufgeweicht. Die Maskendeckkraft sagt aus, wie stark die Maske sichtbar ist. Einige von euch werden sich jetzt auch bestimmt denken,
Aber das kann ich auch mit der Deckkraft der Ebene machen. Prinzipiell habt ihr da auch recht. Die Maskendeckkraft wird erst dann wirklich interessant, wenn ihr mehr als nur eine Maske auf einer Ebene anwendet. Und zu guter Letzt die Maskenausweitung. Mit der Eigenschaft könnt ihr ganz leicht eure Maske vergrößern oder verkleinern, ohne die Maske zu bearbeiten. Ein wichtiger Punkt, den man über Masken wissen muss, ist, dass sie sich immer mit der Ebene bewegen und skalieren, auf der sie angewendet sind. Wenn ihr jetzt zum Beispiel die Ebene bewegen möchtet, die Maske aber in der gleichen Position stehen bleiben soll, könnt ihr dafür das Ausschnittwerkzeug nutzen. In meinem Fall möchte ich aber die Maske anstelle der Ebene bewegen. Um das zu tun, kann ich dazu in der Timeline die Maske auswählen. Ihr werdet sehen, dass sich die Pfadpunkte von einem Kreis zu einem Viereck gewandelt haben. Das bedeutet, dass die jeweiligen Pfadpunkte ausgewählt sind. Ihr könnt nun die gesamte Maske bewegen. Wenn ihr nun einen Doppelklick auf die Maske macht, könnt ihr nun die Maske frei transformieren. Oftmals ist aber auch der Fall, dass ihr einzelne Pfadpunkte separat beeinflussen möchtet. Dazu klicken wir erst einmal irgendwo außerhalb der Maske, um die Auswahl zu lösen. Nun können wir einen der Pfadpunkte auswählen und diese individuell bearbeiten. Ihr könnt natürlich auch mehrere Pfadpunkte gleichzeitig wählen. Dazu könnt ihr zum Beispiel mit gedrückter Shift-Taste die entsprechenden Pfadpunkte auswählen. Oder ihr wählt einen Pfad zwischen zwei Punkten. Oder ihr zieht eine Auswahl über die Punkte, die ihr bearbeiten möchtet. Da After Effects ein Animationsprogramm ist, können wir selbstverständlich auch Pfade hier animieren. Wenn wir einfach beim Maskenpfad die Stoppuhr aktivieren, können wir nur einige Keyframes setzen und somit die Maske animieren. Zugegeben, nicht die sinnvollste Animation, aber ihr solltet auch einfach nur das Prinzip dahinter verstehen, da viele Animationen in Zukunft darauf basieren. Ich möchte euch noch ein paar simple Beispiele zeigen, wie ihr Masken einsetzen könnt. Ein beliebtes Stilmittel zum Beispiel ist eine Vignette. Dazu erstelle ich als erstes mit STRG Y eine neue Farbfläche, aus der ich die Vignette erstellen möchte. Ich wähle dafür eine dunkle Farbe aus dem Bild raus. Es muss nicht unbedingt tiefschwarz sein und bestätige das mit OK. Als nächstes markiere ich die Farbfläche. Wähle das Ellipsentool aus und doppelklicke dann auf das Formwerkzeug. So könnt ihr auch mit dem Rechteckwerkzeug eine Maske oder eine Form exakt der Größe der Komposition erstellen. Nun können wir unsere Maske bearbeiten und da die Maske genau das verdeckt, was wir eigentlich sehen wollen, können wir entweder den Maskenmodus auf Subtrahieren setzen oder mit der Hilfe dieser Checkbox die Maske einfach invertieren. Jetzt können wir noch die Kantenweichheit auf 350 Pixel setzen und erweitern die Maske um, sagen wir mal, 40 Pixel. Die Deckkraft der Ebene reduzieren wir jetzt noch ein wenig und schon haben wir in nur wenigen Schritten eine Vignette erstellt. Ein weiteres gutes Beispiel für Masken sind die klassischen Star Wars Transitions. Ich habe dazu hier zwei Drohnenvideos vorbereitet, die ich auf Teneriffa aufgenommen habe. Um diesen typischen Wischeffekt zu erzielen, wähle ich wieder zunächst die Ebene aus, auf der ich die Maske anwenden möchte. Als nächstes wähle ich mit der Taste Q das Rechteckwerkzeug aus, zoome ein wenig aus der Komposition raus und ziehe eine großzügige Maske. Als nächstes möchte ich die gesamte Maske ein wenig drehen. Und wie wir vorhin gelernt haben, doppelklicke ich dafür einfach auf den Maskenpfad und drehe diese dann etwas gegen den Uhrzeigersinn. Achtet darauf, dass die Maske auch die gesamte Komposition abdeckt. Nun klicken wir bei 4 Sekunden und 12 Frames auf die Stoppuhr, springen dann eine Sekunde nach vorne, packen den unteren Maskenpfad, sodass sich beide Pfadpunkte links und rechts gleichzeitig bewegen und positionieren diese dann über der Komposition. Bevor wir jetzt noch die Kante der Maske abweichen, markieren wir die beiden Keyframes und aktivieren mit der Taste F9 Easy Ease. Jetzt weichen wir mit 60 Pixel die Maskenkante noch etwas ab und schauen uns dieses Meisterwerk zusammen an. Eine absolute Glanzleistung. Findet ihr nicht? Mir ist selbstverständlich bewusst, dass das kein großes Hexenwerk war und dieses Stilmittel auch einzig allein zu Star Wars gehört. Aber das sind die absoluten Basics, die jeder angehende Motion Designer auf jeden Fall beherrschen muss. Denn ich kann ja auch kein Auto fahren, wenn ich nicht einmal weiß, wie ich überhaupt anfahre. Und genau das ist auch mein Ziel. Ich möchte euch so gut unterrichten, dass ihr auch bald irgendwann richtig abgefahrene Animationen erstellen könnt. Und bis dahin hoffe ich, dass ihr heute aus dem Video einiges mitnehmen konntet. Wenn ihr heute etwas gelernt habt, dann liked dieses Video und hinterlasst gerne einen Kommentar. Außerdem könnten euch diese beiden Videos hier an der Seite auch noch interessieren. Das war's von mir, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video und tschüss!